Hallo zusammen. Stellen wir uns einmal das folgende Szenario vor. Ihr geht gut gelaunt und nichtsahnd durch ein schönes Waldstück spazieren. Plötzlich bemerkt ihr, dass sich zwischen dem Grün etwas ganz und gar Ungewöhnliches befindet. Um der Sache auf den Grund zu gehen, nähert ihr euch dem seltsamen Objekt und müsst zugleich erschreckt feststellen, dass sich ein Flugzeug inmitten des Waldes befindet. Wie würde eure erste Reaktion in einer solchen Situation ausfallen? Wahrscheinlich würden die meisten von uns schnell auf den Gedanken kommen, dass wir soeben auf die Überbleibsel eines schrecklichen Flugzeugabsturzes gestoßen wären. Das Seltsame an dem Szenario ist jedoch die Tatsache, dass von den Opfern des Absturzes oder einem zerstörerischen Trümmerfeld weit und breit keine Spur zu sehen ist. Stattdessen präsentiert sich das Flugzeug in einem makellosen Zustand und wirkt so, als hätte der Pilot sein Gefährt schlichtweg für einen kurzen Zwischenstopp auf einem ungewöhnlichen Parkplatz abgestellt. Wahrscheinlich werdet ihr euch an dieser Stelle fragen, wieso wir euch soeben zu diesem kuriosen Gedankenspiel ermutigt haben. Natürlich ist die von uns beschriebene Vorstellung nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern geht auf einen ganz und gar realen Kern zurück. Solltet ihr euch eines Tages durch die Wiesen und Wälder der US-amerikanischen Stadt Portland bewegen, könnt ihr euch nämlich genau das erwarten, was wir euch soeben beschrieben haben. Doch was hat es mit dem rätselhaften Flugzeug auf sich? Es mag im ersten Augenblick schier unglaublich klingen, aber in Wahrheit ist die zwischen den Bäumen und Sträuchern stehende Boeing 727 nicht das Zeugnis einer schrecklichen Flugzeugkatastrophe, sondern das Zuhause des US-amerikanischen Bruce Campbell. Heutzutage ist Bruce schon seit einiger Zeit in Rente, als der Mann aus dem US-Bundesstaat Oregon allerdings noch arbeitete, verdiente er sich sein Geld als Elektroingenieur. Scheinbar hatte Bruce schon sein ganzes Leben lang einen Hang zum Außergewöhnlichen. Im Jahre 2002 kam der Amerikaner auf eine Idee, die viele von uns als aberwitzig betiteln würden. Bruce fasste kurzerhand den Entschluss, ein ausrangiertes Flugzeug des Modells Boeing 727 zu erwerben und anschließend ein aufwendiges Projekt mit dem Fluggefährt zu beginnen. Der Traum des ehemaligen Elektroingenieurs bestand darin, das Flugzeug zu einer Wohnung umzufunktionieren. Für dieses Vorhaben musste die Boeing zunächst einmal von einem Großteil ihrer serienmäßigen Innenausstattung befreit werden. Dort, wo sich früher die Sitze für Passagiere des Flugzeugs befanden, richtete sich Bruce verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche ein, ganz so wie wir es von gängigen Wohnungen und Häusern vorfinden. Das größte Highlight seines neuen Zuhauses sollte schlussendlich der Boden der geflügelten Wohnung werden. Der Untergrund wurde vollständig durch durchsichtige Platten ersetzt. Dadurch kann nun jeder, der einen Fuß in das ausrangierte Flugzeug setzt, die aufwendige Technik bestaunen, die einst im Fluggefährt verbaut wurde. Die Boeing 727 ist im Übrigen selbst nicht mehr flugfähig. Im Gegensatz zum Inneren veränderte Bruce das Äußere des Flugzeugs nur sehr geringfügig, wodurch der nichtsahnende Betrachter keinen blassen Schimmer davon haben dürfte, was sich in Wahrheit in den Innenräumen des Flugzeugs befindet. Hinsichtlich der praktischen Durchführung seines Vorhabens zeigte sich, über welchen ausgeprägten Erfindungsreichtum der US-Amerikaner verfügt. Anstatt sämtliche technische Komponenten des Flugzeugs zu entfernen und durch moderne Apparate zu ersetzen, schaffte es Bruce, die vorhandenen Gerätschaften und Leitungen zu nutzen, um sie in seinen Alltag zu integrieren. Beispielsweise ist die Waschmaschine des Amerikaners direkt an jene Wasserleitung des Flugzeugs gekoppelt, die auch schon während des normalen Betriebs vom Bordpersonal verwendet wurde. Möchte Bruce einmal in seinen Lieblingsbüchern stöbern, begibt er sich ins Cockpit, während die Flügel der Maschine vom Amerikaner für ausgiebige Sonnenbäder genutzt werden. Geht es nach Bruce, so war die Umgestaltung der ausrangierten Boeing 727 nur der Anfang. Der Amerikaner, der rund 6 Monate im Jahr mit Reisen verbringt, träumt davon, auch in Zukunft noch viele weitere Flugzeuge zu Wohnungen umzufunktionieren. Nach eigenen Aussagen schmerzt ihn der Gedanke, dass Flugzeuge, die nicht mehr gebraucht werden, einfach verschrottet werden. Wir sind jedenfalls fasziniert von der geflügelten Wohnung. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.